Moin, moin! Über 6 Wochen ist es jetzt her, dass wir die letzte Wette gespielt haben. Und holla die Waldfee, ist das anstrengend. Diese größtenteils hanebüchene Diskussionskultur zum Bundesliga-Restart macht mich fertig. Mein persönliches Highlight war letzte Woche hier der Vorschlag oder die Überlegung vom Arbeitsministerium, Maskenpflicht für die Bundesliga-Profis auf dem Spielfeld. Als kleines Bonbon obendrauf, Wechsel alle Viertelstunde. Tja, da habe ich dann eigentlich nur noch darauf gewartet, dass man als nächstes fordert, wie wär's denn mit einer Tracking-App? Okay, Spaß beiseite. Mittlerweile scheint das Arbeitsministerium ja auch grünes Licht zu geben für das DFL-Konzept. Das schon mal sehr gut, vor allen Dingen auch ohne Mundschutzgedanken. Kommen wir aber mal kurz zurück zur App. Heißt natürlich Tracing-App jetzt. Und warum ist die eigentlich so hoch im Kurs seit Wochen? Und ja, warum wird da jetzt ernsthaft dran gebastelt? Genau, weil die Südkoreaner damit so erfolgreich gefahren sind. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass alles, was Südkorea gegen die Pandemie unternimmt, dass das allgemein in der Politik, in der Wirtschaft und auch allgemein in der Gesellschaft eine sehr, sehr hohe Anerkennung genießt. Okay, ich persönlich sehe das ein wenig differenzierter, weil mir kommen in den ganzen Diskussionen die kulturellen Unterschiede ein wenig zu kurz und auch die geografischen und grenzpolitischen Begebenheiten Südkoreas sind einfach anders. Dennoch steht ja auch fest, dass Südkoreaner die Dinge sehr bedacht und vor allen Dingen auch gut durchdacht starten. Und vielleicht findet man in Südkorea eine gewisse, ja, vertrauensbildende Maßnahme, die vielleicht auch ein paar Bundesliga-Skeptiker in den jetzigen Zeiten halt wieder an Bord holt. Und zwar beginnt am 8. Mai in Südkorea die K-League wieder. Im Geisterspielmodus. Und da stelle ich mir doch die Frage, warum sollte sich die DFL nicht eng mit dem südkoreanischen Verband austauschen, gemeinsame Konzepte abgleichen, Erfahrungswerte natürlich eng kommunizieren? Das wäre doch einfach mal top, weil, wie gesagt, Südkorea hat eine hohe Akzeptanz und vielleicht überzeugt man da ja auch einen Karl Lauterbach mit. Wer weiß es denn? Er meint ja immer noch, Deutschland kann das Südkorea Europas werden. Wer weiß, wer weiß. Ach übrigens, ja, ich habe einen kleinen Schnipsel gefunden von der Generalprobe zur K-League. Also, die gab so ein Testspiel zwischen zwei Vereinen. Habe ich auf der Vereinsseite gefunden. Musst du da eine Weile suchen. Ich hoffe, das ist überhaupt der richtige Schnipsel. Kann kein Koreanisch. Findet ihr auf jeden Fall im angepinnten Kommentar hier unten. Und ja, habe ich dann auch rausgefunden. Baseball wird auch schon wieder in Südkorea gespielt. Also die sind einen Tacken weiter, aber klar, die haben die Pandemie auch ein bisschen schneller in den Griff bekommen. Muss man so akzeptieren, kann man sich aber halt, wie gesagt, auch eine Menge abschauen. Gut, ich hatte euch vergangene Woche mal gefragt, was eure Meinung ist. Da war das relativ frisch hier mit Söder Laschet, dass sie den 9. Mai als möglichen Wiederbeginn der Bundesliga halt quasi in Anbetracht gezogen haben und befürwortet haben. Jetzt sieht es ja so im Laufe der Woche, wurde ja auch wieder eine Menge diskutiert, halt eher nach Mitte, Ende Mai aus. Aber die Frage war halt, wie lautet eure Einschätzung zum möglichen Bundesliga-Wiederbeginn am 9. Mai 2020? Da haben 62% positiv gestimmt und haben gesagt, ja, 9. Mai, feuerfrei, bin dabei. 23% sagten auch letzte Woche schon, sind im Laufe der Woche natürlich halt auch dann zusätzlich dort in der Sparte ein paar Meinungen hinzugekommen. Lieber noch etwas abwarten, eher Ende Mai, Anfang Juni. 23%, wie gesagt, hier auch eingeblendet. Und 15% haben sogar gesagt, Abbruch, mögliche Insolvenzen müssen in Kauf genommen werden. Ob da Schalke-Fans dabei gewesen sind, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja gut, aber die Umfrage, denke ich mal, entspricht so ungefähr dem Querschnitt der deutschen Fußballfans. Also deswegen schon interessant. Ja, mal gucken, war ja überhaupt eigentlich meine allererste Umfrage hier bei YouTube. Findet ihr auch noch im Community-Tab. Sind, glaube ich, auch noch ein paar Stimmen dazugekommen. Ja, aber war doch recht interessant und ja, machen wir doch einfach mal wieder. Okay, ich bleibe doch noch mal kurz bei der Umfrage. Also ich bin mir relativ sicher, hätten wir diese Umfrage, die Fragen der Allgemeinheit gestellt, dann wären die 62% sicherlich bei Abbruch und die 15% dann halt natürlich beim 9. Mai. Ja, aber woran liegt das? Also klar, viele populistische Vergleiche, Aussagen, viel Irritationen, auch aufgrund von Unwissenheiten.
Ja, und irgendwie fehlende Akzeptanz des Fußballs gerade in diesen ungewissen Zeiten. Ja, macht einen schon irgendwie sehr nachdenklich und ich kann da auch Watzke, Seifert und wer da gerade alle sich sehr betrübt irgendwie drüber äußert, auch irgendwie verstehen. Also Watzke bei Lanz zum Beispiel nochmal das Beispiel angebracht, so ja, 2014 feiern wir alle Weltmeisterschaft, juhu, wir sind die Geilsten. Ja, und jetzt alles in Krisenzeiten nichts mehr wert, ja, nie da gewesen. Ja, oder auch das Sommermärchen, also da musste ich auch nochmal an Klinsmann denken, aber gut, der hat sich neulich seinen Ruf selbst irgendwie ramponiert. Ja, aber das Sommermärchen steht dafür, dass natürlich die Deutschen in aller Welt wieder anerkannter waren. Es gab eine schöne Konjunkturkurve nach oben, Wirtschaftsboom. Ja, und allgemein nur Positives in Deutschland durch diese WM im eigenen Land. Ja, alles Pustekuchen und deswegen, ja, kann ich so die emotionalen Äußerungen und auch die Betrübtheit der Verantwortlichen so ein bisschen verstehen, weil die Anti-Haltung ist schon krass gerade irgendwie und ja, finde ich auch nicht so ganz gerechtfertigt. Es geht um Berufsstand und ja, Watzke hat es auch nochmal genannt, 56.000 Mitarbeiter hängen da dran. Ja, und das sind ja nicht die einzigen Mitarbeiter. Also ich meine, ich habe auch sonst mehr zu tun und mehr Einnahmen. Dann gibt es ja Buchmacher allgemein. Da wäre viel mehr los, viel mehr Geschäfte am Laufen. Und ja, die Wettbüros, alles Franchise-Nehmer, Sportjournalisten, Techniker rund um die Fußballspielübertragung und so weiter und so fort. Klar, auch die Gastronomie, Kneipen speziell leben natürlich auch vom Fußball und die wollen auch, dass die erste, zweite Liga, die Vereine, die Traditionsvereine überleben, wie Schalke, wie Werder und so weiter, damit dann auch nach der Krise, also wenn ein Medikament gefunden ist, wenn ein Impfstoff irgendwann kommt, dass das dann wieder richtig anläuft, wenn die Bevölkerung überhaupt noch Geld hat. Ja, das wollte ich nur mal dazu gesagt haben. Ja, und können wir doch gleich direkt mal auf Bett 3000 umschwenken. Da habe ich mir was angeschaut, muss ich mir aber gerade erstmal holen. So, da haben wir das Papier vorliegen. Ja, wir sind ein Sportwettenkanal, gerade ohne Sportwetten ist irgendwie halt auch für uns eine sehr ungewöhnliche Situation, weil man ja immer denkt, ja, Sport läuft ja immer irgendwo. Ja, läuft auch irgendwo in Nicaragua, Tadschikistan und Weißrussland. Puh, ja gut, aber das unterstützen wir ja nicht, ist ja der helle Wahnsinn, was da abgeht. Wird dem dollen Präsidenten sicherlich auch noch um die Ohren fliegen, bin ich fest von überzeugt. Ja, Bett 3000, wie schaut's denn da gerade aus mit dem Wettangebot? Ich hatte mir letztes Wochenende Simulated Reality mal angeschaut. Ja, muss ehrlich sagen, nicht so mein Ding, weil ich brauche Fußball zum Sehen. Ich muss da meine Gedanken einfließen lassen. Ich will den Ball rollen sehen. Ja, Statistiken während des Spiels. Ja, ich muss das fassen können. Und das ist ja anscheinend irgendwie auf Statistiken basierendes ja, Nicht-Erlebnis, also kann man nichts sehen. Also ich weiß nicht, ob das für die Statistik-Nerds von euch was ist. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Den Link gibt es natürlich wie immer unten hier in der Beschreibung. Also auch Bonusprogramme laufen natürlich weiterhin. Wer da im Moment ist es ein bisschen Gambling, muss man ja ehrlich sagen. Aber auch, ja, Darts läuft auf The Zone. Gibt es natürlich auch den Gratis-Monat. Wer da die ganzen Dokus mal wegschauen will, ja, können sicherlich auch auch wenn es nur ein Gratis-Monat anklicken ist, gerade irgendwie alles gebrochen, weil da ist ja auch relativer Stillstand. Gut, 31. Spieltag war gespielt in der Simulated Reality der Bundesliga. Finde ich jetzt so ein paar Ergebnisse und da lege ich mich schon mal fest, ich habe sie ja hier auch eingeblendet, die werden so nicht passieren am 31. Spieltag. Ich kann mir das Ergebnis härter gegen Frankfurt 0-1 nicht vorstellen, wenn dann Labbadia jetzt loslegen wird. Nee, ein Türchen werden sie Minimum dann im Olympiastadion erzielen. Und auch das 0-0 bei Paderborn gegen Werder, will ich mich nicht auf eine Tendenz festlegen. Aber gar keine Tore werden da auch nicht fallen, also bin ich mir doch relativ sicher. Deswegen ist eine Spielerei, ist aber nicht uninteressant, sich die Ergebnisse da mal festzuhalten, weil wie gesagt, sehr statistikbasiert, aber natürlich dann eher mit der Vergangenheit und nicht mit den aktuellen Geschehnissen was zu tun. Deswegen, naja, gut, The Zone zeigt Darts, kann man dann auch bei Bet 3000 übrigens wetten, also gibt es auch Live-Events. Schaut da mal rein, wen es interessiert. Ansonsten hoffe ich halt, dass die vielleicht auch die K-League zeigen, damit man überhaupt mal wieder so ein Gefühl für Fußball kriegt und vor allen Dingen halt auch für diesen speziellen Modus Geisterspiele, wie das da bei denen abläuft, vom Prozedere her und so.
dass man einfach mal wieder so ein bisschen Fußballgefühl kriegt und vor allen Dingen halt für diese speziellen Situationen. Ich meine, die K-League-Jungs, die waren jetzt auch eine Weile halt nur am Trainieren und eben nicht im Wettbewerbmodus. Das könnte halt ganz interessant sein. Und wie gesagt, ich hoffe, The Zone zeigt da vielleicht was. Und ja, ansonsten, was machen die anderen Kollegen? 5. Juli findet ja zumindest anscheinend wieder die Formel 1 statt. Und da musste ich direkt an den Tippkönig denken und was der wohl gerade so treibt. Und er wagt sich auf fremdes Terrain. Formel 1 ist ja eigentlich sein Fachgebiet und auch Skispringen und so weiter. Ja, Fußball ab und an. Ja, aber er traut sich jetzt an die Börse. Er hat eine neue Seite. Link ich mal hier, beziehungsweise der Link da unten. Im angepinnten Kommentar auch bereitgestellt, beziehungsweise in der Beschreibung. Müsst ihr mal suchen, da ist einiges parat. Ja, der macht jetzt Cash-Cocktail, traut sich an die Börse. Mein Ding ist es nicht, interessiert mich null, aber wünsche ihm viel Glück und schaut doch mal vorbei, wenn es interessiert. An sich hat er ja ein ganz gutes Händchen in Sachen Geld machen. Toi, toi, toi dafür. Das wäre es dann jetzt erstmal mit den Hinweisen. Wisst ihr, was für mich eigentlich so die spannendste Veranstaltung im April war? Richtig, der Deutsche Filmpreis. Ja, also da hätte ich Live-Quoten echt gut gebrauchen können, denn so nach den Einspielern jeweils zu den Kategorien wusste ich eigentlich schon recht gut, wer den Preis holt. Also ich denke mal, so eine Trefferquote von 90% hatte ich da. Ja, und danach hatte ich irgendwie eigentlich auch Bock auf Kino und Systemsprenger. 8 Lolas gewonnen, nicht schlecht. Ja, da ich nicht ins Kino gehen kann, habe ich mir den jetzt bestellt und da habe ich mir gedacht, so Systemsprenger, kann man ja auch vielleicht auf den Fußball übertragen und habe mir gedacht, ja, ich gucke den ja eh nur einmal, also kann ich den doch in so ein Gewinnspiel irgendwie so mit einfügen. Und da habe ich mir gedacht, Systemsprenger, die Bedeutung bei dem bezüglich des Filmtitels ist hier natürlich eine gänzlich andere, aber kann man ja auch auf den Fußball übertragen. Und wenn ich den hier gesehen habe und gebraucht wie neu und wer den haben will, der kann hier unten in den Kommentaren den Namen nennen, den er als Nummer 1 Systemsprenger im Fußballbereich bezeichnet. Kurze Begründung auf jeden Fall, wäre gut. Und ich individuell, subjektiv, bestimme dann, wer die beste Nennung getätigt hat oder auch die beste Begründung dann dazu. Und der kriegt dann diesen Film geschickt. Gut, bin mal gespannt, wie der so ist. Erwartet da einiges. Die Ausschnitte haben auf jeden Fall Bock gemacht. Und ja, Systemsprenger sind wir ja irgendwie alle mal zwischendrin. Und ja, wem das zu intellektuell ist, ist ja immerhin Arthouse Hit 2019 steht drauf. Da kann man auch alternativ dann wählen, den Evergreen unter auf dem Büchermarkt mal meine Möpse aus. Ein Malbuch für Männer, ich habe hier die Nippel extra abgeklebt, weiß nicht, wie streng YouTube ist. Das könnt ihr dann alternativ auch auswählen. Tja, und wenn das nicht vom Tisch geht und ihr lieber das intellektuelle Programm haben wollt, dann geht das bei einer anderen Verlosung oder bei einem Gewinnspiel raus. Gut, macht gerne mit, hier unten sind Kommentarfelder frei, wie gesagt. Fußballer, die ihr als Systemsprenger bezeichnen würdet, kurz genannt, kurz ein paar Stichwörter, warum, also kann sich auch auf vieles beziehen, aufs Privatleben, auf das Fußballerische tatsächlich. Lasst euch was einfallen, habt ihr auch ein bisschen gedanklich was zu tun. Gut, das dazu. Ach, ganz vergessen dazu, die Deadline, also wie lange kann man da überhaupt dran teilnehmen, diesen Film halt zu gewinnen? Ja, ich würde sagen, bis der erste Anstoß in der Bundesliga wieder erfolgt, also das ist die Deadline. Ist ein bisschen Zeit, aber haut rein. Ja, vielleicht kommen da ja einige lustige Namen auch zustande und so, dass wir da vielleicht ein bisschen was zu diskutieren haben. Ja, ansonsten, ich hätte auch gerne noch ein bisschen mehr irgendwie eigentlich gemacht. Hatte mir da irgendwie auch elendig viel rausgesucht bezüglich, ja, hanebüchenen Vergleichen, wie ist der Fußball, die ganze Diskussion betroffen, was ist das alles für ein Kauderwelsch in der Medienlandschaft. Ich könnte dazu noch eine extra Folge machen, das nimmt aber natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch, das ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Ja, ich würde mich ja auch dann hinreißen lassen, vielleicht eine eigene Polemik da reinzubringen. Ja, wie gesagt, ich würde das mal, wie viele andere es ja auch machen, mal so ein bisschen an den Reaktionen jetzt zum Video festmachen. Also, das heißt, wenn wir irgendwie 100 Reaktionen an Däumchen hier unten haben, dann fange ich an mit der Arbeit.
Könnt ihr die Daumen nach unten oder nach oben machen. Ich will euch da nicht beeinflussen in eurer Meinung. Ja, das ist sicherlich alles sehr kontrovers dann auch. Und an sich eigentlich auch ein Versuch, ja, ein Video zu starten, wo man eigentlich nur Fehler machen kann. Aber ich würde das gerne so chronologisch nochmal abhandeln und vielleicht auch so ein paar Argumente mal entheben oder auch ein paar untermauern und so weiter. Ja, die ganzen Interessenskonflikte mal aufdecken. Also, wenn euch das interessiert, lasst ein Däumchen hier. Abonniert sowieso den Kanal. Hier passiert jetzt auch wieder so ein bisschen mehr. Ich würde mal sagen, so jetzt mit dem Video haben wir hier den Shutdown mal aufgehoben und sehen dem Ganzen wieder ein bisschen optimistischer entgegen, dass der Ball zumindest in Deutschland in der Bundesliga wieder bald rollt. Ja, in Südkorea hatten wir ja angesprochen, wird er eh wieder rollen. Und ja, ich habe mir noch überlegt, weil es mir jetzt wirklich finanziell, ist vielleicht eben ein bisschen falsch rübergekommen, dass ich natürlich weniger Einnahmen habe, aber ich habe Einnahmen und da bedanke ich mich auch ganz herzlich bei meinem Partner Bet3000. Also mir geht es wirklich jetzt nicht total übel. Und deswegen habe ich mir gedacht, bis zum ersten Ball, der angestoßen wird, auch in der Bundesliga, gehen die YouTube-Einnahmen komplett an WeKick Corona, hier von Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Ja, zählt natürlich dann auch irgendwie, wenn ihr alte Videos anklickt, wenn ihr das Video anklickt. Also lasst die Werbung laufen, lasst YouTube bezahlen. Ja, ich denke mal, in der trainingsfreien Zeit werden Joshua und Leon auch nichts anderes dann in Zukunft machen. Lass mal einfach mal gucken, was dabei rumkommt. Ich runde den Betrag dann noch auf. Ja, und warum WeKick Corona? Ja, weil ich halt die Fußballmillionäre auch in ihren sozialen Aktionen mal unterstützen will und dass die nicht per se einfach irgendwie völlig dusselige, geldgeile Millionäre sind, sondern dass die auch durchaus ein Herz haben und dass die, ja, die haben da auch einfach eine ganz gute Aktion ins Leben gerufen. Unterstützen wir die da mal mit. Da kommt jetzt nicht riesig was bei rum. Vielleicht legt ja Bet3000 auch noch was drauf. Okay, will die nicht zu sehr unter Druck setzen. Warten wir es mal ab. Ich rund das auf jeden Fall auf. Und ja, ist doch vielleicht eine ganz gute Sache, auch wenn es nur ein paar Zehner sind. Gut, ja, das dazu. Und ich starte dann jetzt mal in den 1. Mai. Tag der Arbeit, Mai-Feiertag. Gibt es ja immer einiges zu tun. Jo, los geht's. Was mache ich überhaupt für einen Quatsch? Zu Hause macht das ja gar keinen Sinn. Also ich meine, soll ich hier den Rauchmelder testen oder was? Also, Quatsch natürlich. Wir bleiben zu Hause, sind schönartig, beachten die Maskenpflicht. Weiterhin natürlich die Hände waschen. Ganz wichtig und Abstand halten. Dies hier sind noch nicht mal 1,50, das mal als Maßstab. Ja, ist so. Ich kann den Jörg hier noch nicht mal einladen. Aber mal gucken, vielleicht machen wir mit dem auch wieder was. Also, wie gesagt, das Sozialverhalten von uns allen hat auch was mit dem Bundesliga-Restart zu tun. Deswegen bleibt sauber, macht keinen Scheiß, Abstand halten, Hände waschen und artig sein. Trotzdem, stay home and have fun. Tschüss!